bin Gesche. Ich habe schon das eine oder andere Mal hier vorne gesprochen. Habe euch auch von meinem Leidensweg erzählt, wo es um vor vielen Jahren, sage ich mal, darum ging, dass ich in einem Betrieb eine Zwangsimpfung nehmen musste, um nicht arbeitslos zu werden und nicht entlassen zu werden. Damals ging es um Hepatitis. Wir können uns hier streiten, ob es Viren gibt oder nicht. Ich bin kein Forscher, ich bin kein Spezialist auf dem Gebiet. Allerdings hatte ich nach der Impfung das Zehnfache an Antikörpern und die waren schwer erarbeitbar. Das war eine Qual, damit zu leben in den Jahren danach. Aber was ich jetzt sagen möchte, dass ich hier den Mut hatte, hier vorne reden zu können oder den Mund aufzukriegen über das, was mir damals widerfahren ist, hat mich noch mutiger gemacht. Ich bin in der letzten Woche zur Polizei gegangen und habe das, was damals gewesen ist, angezeigt. Das Problem ist jetzt aber folgendes. Mit dieser Anzeige fällt mir das nächste Problem auf die Füße. Und damit möchte ich euch sagen, was euch und anderen geschehen wird, die möglicherweise mit Impfschäden, wenn sie dann irgendwie zurückliegen und vor Gericht gebracht werden, konfrontiert werden. Die Anzeige wurde natürlich selbstverständlich vernünftig von der Kripo aufgenommen. Was mir aber jetzt droht, ist, dass ja ein Verfahren dementsprechend, dass ich mit einem Gerichtsverfahren konfrontiert werde. Das heißt, ich müsste ja auch einen Anwalt bezahlen dafür, dass ich diese ganze Scheiße an der Backe hatte, dass sich Ärzte an mir vergriffen haben und dass sich Arbeitgeber an mir vergriffen haben. In dem Sinne soll ich jetzt im Prinzip ein Strafverfahren über mich ergehen lassen, wo ich dann auch noch meinen eigenen Anwalt bezahlen muss. Nicht wissend, wer gewinnt. Momentan bin ich in der Situation, dass ich fürchten muss, dass ich keine Chance habe zu gewinnen. Mir wurde auch schon irgendwo dahingehend deklariert, mehr als eine Nötigung kommt nicht mehr rüber. Und die Chance, bei einem Gerichtsprozess zu gewinnen, ist sehr gering. Das heißt, ich habe nicht das Rückgrat, so einen Prozess zu führen. Ich habe damit nur einen Teilerfolg, aber ich bin trotzdem stolz, denn ich bin sicher, es ist ganz wichtig, dass ich diese Anzeige gemacht habe. Und ich weiß, dass wenn mich der Staatsanwalt anschreiben wird, dann werde ich ihm einen entsprechenden Lex zurückschreiben und die Anzeige zurückziehen. Allein aus dem Grund, um für mich meine Ruhe zu haben. Aber ich habe damit die Gewissheit, dass die Sache aktenkundig ist. Und ich glaube, damit habe ich auch schon einen Schritt nach vorne getan. Und ich möchte die Menschen aufrufen, die ein ähnliches Problem mit sich tragen und von Seiten der Medizin schon auf irgendeine Art und Weise so schwer behandelt worden sind, dass sie dadurch zu Schaden gekommen sind. Geht hin, zeigt es an, bringt es vor den Staatsanwalt, wenn ihr nicht klagen wollt, wenn ihr keine Gerichtsprobleme haben wollt, zieht die Klage wieder zurück, damit es aktenkundig wird. Wenigstens das. Nur noch ein weiteres. In diesem Zusammenhang habe ich mich noch erkundigt, inwieweit was überhaupt rechtens gewesen wäre und wer überhaupt strafbar gemacht werden würde. Also Gesundheitsämter werden grundsätzlich nicht strafbar gemacht. Es werden immer die ausführenden Ärzte strafbar gemacht, die die Spritzen gesetzt haben. Das heißt, käme es jetzt bei mir zu einem Verfahren, würden die Ärzte, die dazu veranlasst worden sind, die Spritze zu setzen, die müssten dann entweder mit ihrer Haftpflicht oder persönlich dafür haften, dass der Schaden geschehen ist, wenn er denn nachweisbar ist. Insofern bitte ich auch jeden, nachweisbar heißt, ihr müsst wirklich sammeln aus dem Bekanntenkreis oder unter euch, wie auch immer. Wenn sich gesundheitliche Probleme einstellen und ihr habt die Dokumente darüber nicht, braucht ihr auch kein Verfahren vor Gericht bringen. Denn ohne Beweise, die Beweise muss hier der Patient erbringen, hat man hier null Chance, in diesem Staat Recht zu bekommen. Das finde ich sehr traurig.
Und ich möchte noch sagen, ich möchte appellieren an die Ärzte, an die ganze Ärzteschaft, die jetzt zum Spritzen aufgerufen ist. A, ihr seid diejenigen, die als Einzige dafür verantwortlich gemacht werden können, wenn ihr was verspritzt habt, was irgendeinem im Nachhinein zu Schaden kommt. B, ihr seid verpflichtet, jeden, den ihr impft, und das per Gesetz verpflichtet, mindestens 30 Minuten über die Folgeschäden aufzuklären und mit ihm abzuklären, was er für Vorerkrankungen hat, und ihn ganz klar darüber zu unterrichten, was ihm blüht, wenn und wie und was. Und wenn ihr diese 30 Minuten pro Kopf der Bevölkerung euch nicht nehmt, dann handelt ihr wieder gesetzlich. Und daran möchte ich alle Ärzte in ganz Deutschland und weltweit wirklich erinnern an eure Pflicht vor Recht und Gesetz. Denn so eine Verantwortung, ich weiß nicht, ob man die überhaupt tragen kann. Natürlich, wenn einer hinkommt und sagt, ich will die Impfung auf Biegen und Brechen, ist es ja auch seine Entscheidung. Soll sich doch der impfen lassen, der meint, er braucht's und er kann es. Wir sind aber unterschiedlicher Natur, wir Menschen. Was dem einen Sinul ist, ist dem anderen Sinn Nachtigall. Das heißt, nicht jeder kann das gleiche Medikament wie der andere vertragen und nicht jeder mag auch dieselbe Impfung wie der andere für richtig halten. Und was ich nicht für richtig halte, macht mich ängstlich, bringt mich in Gefahr. Und in einer Gefahrensituation ist mein Immunsystem im Keller. Und wenn das Immunsystem im Keller ist, kann ich mich nicht impfen lassen. Und noch eins, jede Impfung unter Nötigung im Zusammenhang mit du verlierst den Job, wenn du dich nicht impfen lässt, ist wieder gesetzlich. Darüber habe ich mich jetzt auch erkundigt. Also, da gibt es noch so einiges, worüber hier in diesem Staat noch nicht gesprochen wurde und wo mehr gesprochen werden müsste. Unabhängig davon hörte ich heute eine Nachricht, dass in Großbritannien der AstraZeneca-Impfstoff jetzt vermehrt wirklich massiv zu Allergien geführt hat. Ja, wenn ich was nicht mag, dann reagiere ich drauf allergisch. Und wenn mein Körper was nicht verträgt, reagiert er auch allergisch. Und ich reagiere langsam allergisch gegen die Politik, die hier in diesem Staat als Gesundheitspolitik verschrien ist. Das ist für mich in meinen Augen momentan eine sehr krankmachende Krankheitspolitik.